Wenn man den Geschichten glaubt, hat der Stolz der Menschen der dunklen Brut den Weg geebnet. Zahllos und zersetzend für alles Leben sucht die dunkle Brut unentwegt nach einem Erzdämon. Wird sie fündig, verlassen Heerscharen dunkler Brut ihre verderbten Grabhügel unter der Erde und eine neue Verderbnis bricht an. Allein graue Wächter sind imstande, einen Erzdämon zu vernichten. Und die Geschichte ehrt stets jene, die alles opfern, um die Bestie zu töten. Während der fünften Verderbnis war dieser Wächter der Held von Ferelden. Der jüngste Spross des mächtigen Turn Kusland von Ferelden. Nach einem feigen Verrat brannte das Stammschloss der Kuslands nieder und der Turn und seine Frau wurden getötet. Duncan, ein grauer Wächter, verhalf dem jungen Adligen zur Flucht in ein neues Leben als Wächter. Die Truppen Fereldens unter dem Befehl König Kaelans und die grauen Wächter sammelten sich in Ostagar, bereit, die dunkle Brut zu vernichten. Doch Heldenmut wich Verzweiflung, als Loghain seinen König verriet. Und so wurden Kaelans Truppen aufgerieben und der Süden ging verloren. Der Held, mittlerweile ein vollwertiger grauer Wächter, überlebte dank der Hilfe von Flemeth, der geheimnisvollen Hexe der Wildnis. Mit Flemeths Tochter Morrigan und einem grauen Wächter namens Alistair hob der Held nun ein Heer aus, das stark genug war, die Verderbnis zu beenden. Nachdem Loghain den fereldischen Thron bestiegen hatte, wandten sich die Wächter hilfesuchend an den einflussreichen Arl Eamon von Radcliffe. Als sie Radcliffe erreichten, zeigte sich jedoch, dass die Stadt von Untoten belagert wurde, die Nacht für Nacht über die gebeutelte Stadt herfielen. Mit der Hilfe des Helden hielten die Bewohner von Radcliffe den untoten Horden stand. Als die Wächter Arl Eamons Schloss erreichten, lag der Arl im Sterben und sein Hofstaat war dem Wahnsinn verfallen. Um das Leben seines Vaters zu retten, hatte sein Sohn Connor einen Pakt mit einem Dämon geschlossen, der rasch von ihm Besitz ergriffen hatte. Der Held schritt ein, befreite Connor aus den Fängen des Dämons und brach so dessen Macht über Radcliffe. Aber Geschäfte mit Dämonen haben immer einen Haken. Denn der Dämon hatte nur versprochen, Eamons Leben zu retten, nicht aber ihn zu heilen. Arl Eamon brauchte ein Wunder, um zu genesen. Der Held machte sich auf die Suche nach der heiligen Asche Andrastes, von der es hieß, sie würde jedes Gebrechen heilen. Die Urne wurde durch Fallen, Prüfungen des Willens und einen Kult von Drachenanbetern geschützt, der ihre Macht für seine Zwecke nutzen wollte. Die Urne blieb unbefleckt, verschwand aber auf geheimnisvolle Weise, nachdem die Wächter gegangen waren. Heute steht nur noch der ihr geweihte Tempel. Mit einer Prise der Asche stellte der Held die Gesundheit des Arls wieder her. Als er von Loghains Verrat erfuhr, sicherte Eamon seine politische und militärische Unterstützung zu. Die Zirkel der Magi sind verpflichtet, den grauen Wächtern in Zeiten der Verderbnis zu helfen. Doch der Turm am Kaelenhardsee konnte nicht viel tun. Einer seiner Magier, ein gewisser Aldred, war von einem Dämon des Hochmuts besessen und verwandelte andere Magier des Zirkels in Abscheulichkeiten. Der Held bahnte sich einen Weg durch den Turm und rettete die verbliebenen Magier, indem er Aldred erschlug. Zum Dank für ihr Leben schlossen sich die Magier der Armee der Wächter an. Die im Zirkel gewonnenen Verbündeten waren jedoch nicht die einzigen Soldaten, die sich den Truppen der Wächter anschlossen. Dalish-Elfen gehen für gewöhnlich keine Bündnisse ein, aber angesichts der eigenen Vernichtung kann jeder Hass überwunden werden. Ein uralter Fluch wütete im großen Dalish-Clan Fereldens, ein Fluch, der die Elfen in Werwölfe verwandelte. Sessrian, der Hüter des Clans, behauptete, für das Heilmittel wäre das Herz des großen Wolfes Schattenreißer erforderlich. Vor vielen Jahren hatte Sessrian selbst einige Menschen mit dem Fluch belegt, der nun unter seinem eigenen Clan wütete. Solange er lebte, würde auch der Fluch weiter bestehen. Der Held erlöste die Werwölfe von ihrem Fluch
und die Dalish schlossen sich der Armee der Wächter an. Zwischen zwei Verderbnissen können Hunderte von Jahren liegen. Doch die Zwerge, die unter Thedas leben, kämpfen Tag um Tag gegen die dunkle Brut. Niemand versteht sich besser auf die Bekämpfung der dunklen Brut als die Krieger von Orsamar. Mit Ausnahme der grauen Wächter vielleicht. Der Held traf kurz nach König Andrins Tod in Orsamar ein, als verschiedene politische Gruppen um die Macht über die Hauptstadt der Zwerge kämpften. Nur die Stimme eines angesehenen Paragons konnte die Wahl eines Herrschers möglich machen. Und die Zwerge dazu bewegen, ihr Bündnis mit den grauen Wächtern zu ehren und diesen in die Schlacht gegen die neue Verderbnis zu folgen. Also machte sich der Held auf die Suche nach Paragon Branka, die sich in die tiefen Wege gewagt hatte, um ein legendäres Artefakt zu finden. Den Amboss der Leere, der einst von dem berühmten Schmied Carradin geschaffen wurde, um darauf mächtige Kriegsgolems zu schmieden. Der Held half Carradin, den Amboss der Leere und die dunklen Geheimnisse zu zerstören, die lebende Seelen in ein mechanisches Konstrukt bannen konnten. Der Held kehrte mit einer Krone zurück, um jenen Kandidaten die Gunst des Paragons zu gewähren, der zum König gekrönt würde. Belen, der jüngste Sohn König Andrins, von dem es hieß, er würde ein falsches Spiel treiben, oder Harrowmont, der Favorit der Zwergenversammlung. Lord Harrowmont erhielt die Krone von Orsamar. Für ihn stehen die Zwerge stets an erster Stelle und bleiben möglichst tief unter der Erde. Mit der Macht der Zwerge im Rücken musste sich der Held nun Loghain stellen, um Ferelden im Kampf gegen die dunkle Brut zu einen und die Zerstörung der Welt durch die Verderbnis abzuwenden. Ferelden war gespalten. Während einige Adelige Loghain unterstützten, verurteilten andere seine Untätigkeit im Kampf gegen die dunkle Brut. Angesichts des drohenden Bürgerkriegs berief Arl Eamon einen Landting ein, um den Konflikt beizulegen und Loghain zu stürzen. Loghain wurde des Verrats für schuldig befunden und im Palast von Denerim durch den Helden hingerichtet. Während sich die geeinte Armee des Wächters in Radcliffe sammelte, überrannte die dunkle Brut Denerim und belagerte die Hauptstadt Ferelden's. Die Armee des Helden bahnte sich entschlossen einen Weg durch Denerim und durchbrach den Belagerungsring der dunklen Brut. Auf dem höchsten Turm von Fort Drakon kämpften die stärksten Verbündeten des Helden an der Seite des Wächters gegen den Erzdämon. Kein grauer Wächter musste sein Leben geben, um den Erzdämon zu töten. Die dunkle Brut wurde nach dem Tod des Erzdämons in alle Winde verstreut. Der Großteil floh unter die Erde, immer noch zahlreich und auf der immerwährenden Suche nach einem neuen Erzdämon. Für das geschundene Königreich von Ferelden begann nun die langen Jahre des Wiederaufbaus. In der Zeit nach der Verderbnis brauchte das Reich einen starken Anführer. König Caelans Halbbruder Alistair wurde Fereldens neuer König, wodurch die Linie der Nachkommen Caelan Harts des Großen auf dem Thron gewahrt blieb. Ferelden ist nach wie vor eigensinnig und unbeugsam. Doch die Ereignisse der fünften Verderbnis liegen wie ein Schatten über dem Land. Für die Bewohner von Thedas sind die Legenden, die sich um den Helden von Ferelden ranken, bis heute ein Licht der Hoffnung in dunklen Zeiten. Alles begann in Kirkwall, der Fall von Kommandantin Meredith, der Aufstand der Qunari. Und natürlich die Zerstörung der Kirche und die Rebellion der Magier. Nur eine Person stand bei all dem Chaos wie ein Fels in der Brandung. Hawk, der Champion von Kirkwall. Hawks Familie war vor der Verderbnis aus Lothering geflohen. Hawks Mutter Leandra und seine Geschwister Bethany und Carver hatten gehofft, auf dem Familienanwesen im fernen Kirkwall Zuflucht zu finden. Obwohl Hawk über keinerlei magische Fähigkeiten verfügte, stand er im Zentrum der Ereignisse, die schließlich zur Rebellion der Magier führten. Die Hawks entkamen der Verderbnis nur dank der Hilfe einer Kriegerin namens Evelyn Vallen. Es heißt, dass auch Flemeth,
die berüchtigte Hexe der Wildnis, der Familie geholfen hätte. Hawks Bruder Carver sollte die freien Marschen nie erreichen. Er wurde beim Versuch, seine Familie zu schützen, von der dunklen Brut getötet. Die ersten Jahre in Kirkwall waren für die Familie sehr schwer, da Leandras Bruder Gamlin das Familienvermögen verloren hatte. Die Hawks lebten in bitterer Armut und waren gezwungen, Schulden zu machen, um Zugang zur Stadt zu erhalten. Um diese Schuld zu begleichen, musste Hawk für eine Schar Söldner arbeiten. Gleichzeitig taten Hawk und Bethany alles, um Bethanys magische Begabung vor den Templern zu verbergen. Schließlich ergab sich eine neue Möglichkeit in Gestalt eines Zwerges namens Bartran Tethras, der eine Expedition in die tiefen Wege plante. Mit dem Gold, das er auf der Expedition zu finden hoffte, wollte Hawk seine Familie von ihren Geldgebern und den Gängeleien der Templer freikaufen. Hawk traf einen abtrünnigen grauen Wächter namens Anders, der detaillierte Karten der tiefen Wege besaß. Diese Karten waren für den Erfolg der Expedition entscheidend. Sobald Hawk sie hatte, nahmen die Dinge ihren Lauf. Bethany begleitete Hawk auf die Expedition. Wenig später stießen die beiden auf einen Zwergenschatz und eine Statue aus seltsamem rotem Lyrium. Bethany erlag der Verderbnis, die in den tiefen Wegen lauerte, doch Anders führte sie zu einigen grauen Wächtern, die ihr das Leben retteten. Mit dem Gold, das Hawk aus den tiefen Wegen mitbrachte, kaufte er Leandras stattliches Elternhaus in der Oberstadt zurück. Die Hawks hatten sich in ihrem neuen Heim gerade eingelebt, als Leandra ermordet wurde, auf grausame und düstere Art und Weise. Hawk brachte Quentin, den für den Tod seiner Mutter verantwortlichen Blutmagier, zwar zur Strecke, konnte Leandras Tod aber nicht verhindern. Leandras tragischer Tod war Teil des ernsten Problems, mit dem Kirkwall nun konfrontiert wurde. Die Spannungen zwischen den Magiern der Stadt, die sich zunehmend unterdrückt fühlten, und den Templern, die die Magier immer argwöhnischer beäugten. Weiter verschärft wurde die Lage durch eine große Kunari-Gemeinde, die sich, sehr zum Missfallen der Stadtväter, in Kirkwall niedergelassen hatte. Nachdem ihr Schiff Jahre zuvor gesunken war, hatten einige gestrandete Kunari in einem abgeriegelten Bereich der Unterstadt Zuflucht gefunden. Die Zeit verging, doch die Kunari machten keine Anstalten, nach Hause zurückzukehren. Niemand wusste, warum sie in Kirkwall blieben. Die Lage war zum Zerreißen gespannt. Die ehrwürdige Mutter Patrice, in deren Augen die Kunari eine Gefahr für die Kirche waren, sorgte schließlich für eine Eskalation der Lage. Hawk wusste, dass Patrice einen unnötigen Konflikt auslösen würde. Obwohl Hawk versuchte, sie aufzuhalten, ließ Patrice Vicomte Dumas Sohn Seamus töten, der erst kürzlich zum Kuhn übergetreten war. Als ihr Verbrechen ans Licht kam, wurde sie von einem gedungenen Kunari-Mörder getötet. Nach Seamus' Ermordung verlor der Arishok der Kunari die Geduld mit den Menschen in Kirkwall. Sie sollten zum Kuhn übertreten oder sterben. Die Kunari schlugen hart und schnell zu. Sie besetzten den Palast in der Oberstadt und köpften den Vicomte, um jeden Widerstand im Keim zu ersticken. Unterstützt von Kommandantin Meredith und dem ersten Verzauberer Orsino, stellte sich Hawk im Palast dem Anführer der Kunari entgegen. Hawk kämpfte mit dem Anführer der Kunari. Der blutige Kampf endete mit dem Tod des Arishok und der Befreiung Kirkwalls aus seiner kurzen Besetzung. Die Kunari zogen sich rasch aus der gesamten Stadt zurück. Hawk hatte Kirkwall gerettet und sich den Respekt aller Templer, Magier und Adligen der Stadt verdient und den Titel der Geschichte schrieb: Champion von Kirkwall. Aber Kirkwalls Probleme waren längst nicht vorbei. Nach Vicomte Dumas Tod trat Kommandantin Meredith an seine Stelle und blockierte sämtliche Versuche, einen neuen Vicomte zu ernennen. Unter Merediths Kommando verstärkten die Templer den Druck auf die Magier, um einen in ihren Augen drohenden Aufstand zu verhindern. Anders, der jahrelang für die Gerechtigkeit und die Freiheit aller Magier gekämpft hatte, erkannte, dass die Zeit für Verhandlungen vorbei war.
Er zerstörte Kirkwalls Kirche und tötete neben Hunderten von anderen auch die oberste Klerikerin Athena. Dies löste einen Aufstand aus, der sich wie ein Feuer ausbreitete, bis sich schließlich alle Zirkel der Magi gegen die Herrschaft der Kirche wandten. Obwohl Anders etwas Unverzeihliches getan hatte, ließ Hawk irgendetwas zögern. Anders überlebte. Viele andere hatten jedoch weniger Glück. Die Kämpfe breiteten sich rasch über die ganze Stadt aus. Während einige Magier offen rebellierten, gaben sich viele der Besessenheit hin. Die Templer richteten ihre Schwerter auf die Magier, die rebellierten, und jene, die es nicht taten. Als der erste Verzauberer Orsino sich weigerte, sich den Templern zu beugen, ordnete Kommandantin Meredith den Tod aller Magier in Kirkwall an. Hawk bewahrte viele Magier vor den Klingen der Templer, der Besessenheit und der Versuchung, Blutmagie zu wirken. Am Ende war Hawk jedoch gezwungen, Orsino zu töten, da dieser seine eigenen Werte verraten und selbst zur Blutmagie gegriffen hatte. Eines hatte die Schlacht gezeigt. Kommandantin Meredith hatte den Verstand verloren. Hawk erkannte diese Wahrheit, als Meredith ihr Schwert zog, in das der Rotlyrium-Götze aus den tiefen Wegen eingebettet war. Die Klinge hatte seit Monaten ihren Hass und Verfolgungswahn genährt. Nach einem schrecklichen Kampf wurde die Kommandantin vom roten Lyrium ihres eigenen Schwertes verzehrt. Meredith erstarrte zu einer Statue, ihr Gesicht eine Fratze des Schreckens. Seit dieser Schlacht hatte man nicht mehr viel von Hawk gehört. Allerdings lebt seine Geschichte in den Legenden weiter, als Erinnerung an die Veränderungen, die der Champion von Kirkwall in Thedas bewirkt hatte. Der Magieraufstand war in ganz Thedas zu spüren und die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Die Templer reagierten, indem sie gnadenlos durchgriffen. Doch jede neue Beschränkung machte alles nur noch schlimmer. Angeführt von der Großverzauberin Fiona stimmten die Magier für ihre Unabhängigkeit. Der Zirkel sollte sich selbst verwalten, ohne die Kirche und vor allem ohne die Templer. Die Folgen waren verheerend. Zwei Zirkel wurden zerstört und seine Bewohner ausgelöscht, bevor sich die restlichen Magier schließlich in die Wildnis flüchteten. Das mächtige Reich von Orlais hätte womöglich eingreifen können, bevor der Krieg begann, doch dazu kam es nicht. Großherzog Gaspard führte im Kampf um den orlesianischen Thron einen erbarmungslosen Bürgerkrieg gegen Kaiserin Selene. Den Magiern wurde im benachbarten Ferelden Zuflucht gewährt, doch die Templer folgten ihnen. Und so weiteten sich ihre Schlachten auf ganz Thedas aus. Als Oberhaupt der Kirche befahl die göttliche Justinia, den Templern sich zurückzuziehen. Sie weigerten sich und erklärten ihrerseits ihre Unabhängigkeit. Und so brach der Krieg dann vollends aus. Templer machten Jagd auf Magier, Magier bekämpften Templer. Ihre Schlachten verursachten ein unbeschreibliches Ausmaß der Zerstörung und jegliche Ordnung brach auseinander. Die göttliche Justinia macht einen letzten verzweifelten Versuch, den Krieg zu beenden. Sie wandte sich an die Anführer beider Seiten und überzeugte sie, einen Konklave auf neutralem Boden beizuwohnen. Mit der Kirche als Vermittlerin werden sich Magier und Templer dort zum ersten Mal, seit das alles begann, an einen Tisch setzen. Es ist unsere letzte und womöglich auch einzige Chance auf Frieden.